Hallo und herzlich willkommen. Dies ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes, fröhliches, sanftes, entspanntes Leben. Folge 293 heißt Anspannung loslassen. Und in dieser Folge erzähle ich, was zuletzt so bei mir los war. Und teile fünf Schritte mit dir, die mir gerade helfen, aus meinem Muster von Anspannung, von ich müsste doch, ich sollte eigentlich von Innerem hart werden, auszusteigen. Und ich hoffe, sie helfen dir auch. Ich glaube, dass jetzt so diese Zeit Herbst, Winter, in, wenn nächste Woche die Folge kommt, im Ende Oktober raus. Nächste Woche haben wir den 31.10. Samhain, also das Fest der Ahnen, die ähm, Walpurgisnacht oder manche feiern auch halloween aber so die zeit wo das mystische beginnt und wo wir nochmal mehr angehalten werden zu sehen dass es nicht nur das gibt was wir sehen in der welt sondern so viel mehr dass es einen vielleicht viel dünneren übergang gibt zu der welt des nicht-physischen die für uns manchmal nicht real scheint und manchmal super real, wenn wir irgendwie wild träumen oder manchmal habe ich das Gefühl, in der Meditation sehe ich was und dann scheint es mir super real. Aber die Folge soll gar nicht um diese, diese spirituelle Welt gehen, sondern darum, dass wir uns meistens nicht erlauben, in der Zeit im Jahr, die jetzt anbricht, sanfter zu werden. Meistens sind wir so gefangen in unseren Mustern, und Bewertungen und Gedanken, die wir einfach seit Jahrzehnten unbewusst denken, dass wir gar nicht merken, dass wir die Einzigen sind, die uns die Suppe versalzen. Also dass wir die sind, die den Stress in unserem Leben machen, dass wir die sind, die die Anspannung kreieren. Und heute soll es darum gehen, wie, wie können wir das denn anders machen? Was können wir denn ganz konkret tun, um Anspannung wirklich loszulassen, aus diesen Hamsterrädern, diesen Zahnrädern, die wie so eine Maschinerie arbeiten, auszusteigen? Und mir kam die Idee zu dieser Folge schon vor einer ganzen Zeit. Wenn jetzt Folge rauskommt, ist hoffentlich, sonst kommt es in den nächsten Tagen, ein Programm von mir entschieden erschienen, das heißt Softening Time. Ich habe das ganze letzte Jahr damit verbracht, konkret zu lernen, weniger zu tun. Und hey, das hört sich jetzt vielleicht irgendwie absurd an, ne? so was ist los, seit Jahren erzählt die hier von Pausen machen und so weiter aber wie jede veränderung braucht es ganz ganz viele kleine schritte damit sie sich auch wirklich ausbreitet in unserem leben und mittlerweile habe ich schon gelernt dass ich gut genug bin auch wenn ich pausen mache dass ich lebenswert bin auch wenn ich pausen mache dennoch ist es manchmal so dass irgendwie mein system sich sicherer fühlt wenn ich es nicht mache und ich versuche, dem auf, den, äh, auf die Schliche zu kommen. Und am einfachsten geht das, wenn ich mich dazu zwinge, tatsächlich nichts zu tun. Und in dem Softening Time Programm, also auch wenn du diese Folge später hörst, es ist auf meiner Seite unter Kursen dann zu finden und du kannst es jederzeit einfach kaufen. Es ist so ein kleines Programm. Es hat drei Meditationen. Entschuldige, wenn ich jetzt ein bisschen werbe, aber es gehört zur Folge. <laughs> Darum mache ich das gerade die erste Meditation ist für den Morgen. Ich habe festgestellt, wenn ich ein bisschen entspannter in den Tag gehe und mich wirklich einstimme darauf, wie ich mich fühlen will, statt was ich nu statt nur zu überlegen, was ich tun will oder nur irgendwas abzuarbeiten an spiritueller Praxis, sondern wirklich fühle so hey wie will ich mich heute fühlen? Was brauche ich eigentlich heute, dass es mir dann viel besser geht. Also gibt es eine Meditation, die dich einlädt, auch sanft in deinen Tag zu starten. Dann gibt es eine Walking-Meditation, also eine, die man beim Spazierengehen macht. Ich versuche gerade jeden Tag über 10.000 Schritte zu gehen. Und es tut mir so, so gut. Wenn du kannst, kannst du morgens spazieren gehen, weil man dann direkt auch das Morgenlicht bekommt. Das ist gerade so wichtig, um in einen guten Tag-Nacht-Rhythmus zu kommen. Naja, jedenfalls in die Meditation soll dir auch helfen, Anspannung hinter dir zu lassen. Und dann noch eine für den Abend. Und ich habe zwei Yoga-Praxen aufgenommen, die, ich weiß nicht, ob sie wirklich das Wort Yoga-Praxis verdient haben, weil es sind nicht die klassischen Sonnengrüße und das, was man vielleicht, wenn du schon mal mit mir Yoga geübt hast, ähm, kennt, sondern es ist inspiriert von Emmy vom Daily Rest Studio, zwei sehr sanfte, sehr wenig tuende, sehr ein bisschen einfach nur dehnung und weichheit in den körper einladende kleine praxen eine halbe stunde am morgen eine dreiviertelstunde am abend und dann noch zwei so kleine pauseneinheiten und wir werden zwei live-workshops haben wo wir anspannung loslassen und uns die muster angucken die anspannung kreieren und ein bisschen davon will ich heute natürlich schon teilen so wie kam es zu diesem programm überhaupt? Ich habe festgestellt, ich kann Pausen machen und dennoch komme ich immer wieder in diese Muster rein. Immer wieder das Muster von bei mir ist es so eine Verpflichtung, die ich fühle manchen Dingen gegenüber. Und ich bin für Verpflichtungen. Also ich denke nicht, dass wir uns nicht committen sollten in unserem Leben. Aber eine Verpflichtung darf nie ein Aufopfern werden. Wenn wir unser Leben und insbesondere unser Glück opfern, dann geläuft was falsch. Und zwar wirklich. Maßgeblich. Weil, wenn du dich aufopferst, beispielsweise ich habe letzte Woche wieder gekocht abends für meine Familie und eigentlich koche ich super gerne, aber ich habe gekocht in einer Energie aus. Ich habe gerade keinen Bock zu kochen, aber ich wollte auch nichts irgendwie Bestelltes essen und ich wollte auch nicht ein Brot essen, also habe ich gekocht, aber ich wollte eigentlich nicht kochen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du jetzt kochst oder arbeiten gehst oder putzt oder was auch immer machst, deine Pflanzen oder deinen Hund verlegst oder was auch immer. Wenn wir was machen an der Energie von Aufopfern, dann kommt irgendwie so ein Frust und Ärger beim Tun in uns hoch. Und erinnere dich daran, dass meine innere Stimme mal gesagt hat, dass das, die Energie, die wir haben beim Tun, das ist die Energie, die wir rausschicken in die Welt. Das heißt, wenn ich jetzt Ärger und Frust fühle, auch wenn es unbewusst ist, auch wenn ich das versuche runterzuschlucken, es mir nett zu machen, wenn ich es nicht bearbeitet kriege, also nicht loslasse diese innere Anspannung, dann... Breitet sie sich automatisch in mir aus, in dem Essen aus, was ich zubereite, und es ist irgendwie Quatsch. Das Leben ist nicht zum Aufopfern da. Es ist für Commitment, aber Inspiration und Freude und Commitment sind nicht Gegensätze. Sondern wir können viel tun und auch Gutes tun, ohne dass wir uns in so ein Märtyrertum befassen. Also Märtyrertum ist ein bisschen mein Muster. Es ist die Idee davon, dass ich lebenswerter bin und ein besserer Mensch, wenn ich genug für andere getan habe. Und das Genug bestimmt natürlich nicht irgendjemand um mich herum, sondern in mir irgendein beklopptes, unbewusstes Barometer quasi, was das anzeigt. Und du hast auch so Barometer. Ich weiß nicht, was deine Muster sind, aber du hast auch irgendwelche Anspannungszyklen, die dich hart werden lassen, die dich unflexibel werden lassen, die dich freudloser werden lassen und die in irgendeiner so tiefen Wahrheit begründet sind, die damit zu tun hat, ob du liebenswert und gut genug und richtig und gewollt bist. So. Wie <laughs> ein bisschen in Rage gequatscht. Okay, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, ich muss, was hilft mir gerade sehr? Mir hilft es, mich morgens und abends zu committen zu so kleinen Einheiten. Und deshalb dachte ich, hey, ich mache was auf Deutsch und auf meine Art. Und das habe ich jetzt gemacht mit diesem Programm. Und ich glaube, die zwei Workshops werden sehr helfen. Beim ersten werden wir ein bisschen atmen und beim zweiten werden wir ein bisschen miteinander quatschen. Und es wird sehr wunderbar weich und sanft sein einfach eine quasi eine kuschelige Strickjacke als Kurs ist das Ganze so Im, während das also in mir gebrütet hat und ich das vorbereitet habe bin ich dann nach London gefahren mit meiner Familie und zwar haben wir unseren ältesten Sohn besucht der ist 30 und er wohnt mit seiner Frau in London seit einiger Zeit und ich vermisse meine Kinder die weiter weg sind ich weiß nicht wie alt du bist und ob du Kinder hast oder auch nicht aber die Liebsten, die wir haben, wenn sie weit weg sind, dann vermissen wir sie echt. Und ich freue mich, dass meine Kinder so eigenständig sind, meine beiden großen Jungs. Und gleichzeitig, wann immer ich sie sehen kann, freue ich mich so, so, so sehr. So. Und äh, wir waren dann da und meine Familie war so ein bisschen angeschlagen, erkältungstechnisch. Und wir haben uns diese wunderbare Stadt angeguckt. Wir durften bei ihnen zu Hause wohnen, was voll cool war. Und ich habe meine, äh, mit meinem Sohn und seiner Frau viel gequatscht. Und in diesem Quatschen habe ich festgestellt, es ist wirklich erstaunlich. Ich habe, kenne mein Kind ja seit es geboren ist, natürlich. Blöde Bemerkung. Also natürlich kenne ich den halt schon 30 Jahre. Und seine Frau schon seit die beiden zusammen sind. Und ich habe festgestellt, sie sind so viel bewusster geworden. Und bewusster im Sinne von hingucken, welche Angewohnheiten habe ich und warum habe ich die und wie kann ich die ersetzen? Und mein Sohn hat gesagt: So die Idee dahinter ist, zu gucken, welche kleinen Dinge kann ich verändern, sodass es aufaddiert. Und ich habe gesagt, hey, daran glaube ich so sehr. Und ich glaube daran, dass diese Muster, die wir haben, dieses Unbewusste uns selber sabotieren, uns selber in eine Hektik oder Märtyrertum bringen, dass das auf lange Sicht aufaddiert in negativen Gefühlen und in Stress. Und dass wir, wenn wir Gutes, quasi gute Angewohnheiten stapeln in unserem Leben, dass wir immer mehr Gutes einladen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und so haben wir ein bisschen darüber geredet, und ich habe mir angehört, auf welche Angewohnheiten sie so achten. Und ich habe so eine Lust bekommen, mich mehr zu bewegen, gesünder zu essen. Und ich habe so eine Lust bekommen, mehr zu schlafen und meine Tage in Freude und Dankbarkeit zu verbringen. Und dann bin ich wiedergekommen mit dieser Inspiration und habe die fünf Schritte aufgeschrieben weil ich weiß, dass ich kann mir vornehmen und ich weiß, du willst das auch, du willst auch deine Tage in Freude oder Dankbarkeit haben, oder? Und wir können mal kurz, wir haben es nämlich nicht am Anfang gemacht, hier an der Stelle einmal atmen. Leg dir mal eine Hand auf dein Herz und atme mal tief ein. Und erinnere dich an einen der letzten Momente, wo du so richtig voll Freude und Dankbarkeit warst. Und es sind meistens die Kleinigkeiten, die einem dann einfallen. Bei mir jedenfalls gerade so ein Spaziergang, der mir einfällt. Und was wäre, wenn sich diese Energie durch deinen Tag ziehen würde? Vielleicht macht sie das schon manchmal, dein Glückwunsch. Aber mit Sicherheit gibt es in unserem allen Leben Momente, wo wir das opfern. Für irgendeine Idee von, wenn ich mich jetzt beeile, dann bin ich irgendwie, habe ich es geschafft oder bin ich besser als die anderen oder bin ich sicherer oder kann mir keiner was oder schneide ich im Vergleich besser ab oder, oder. Irgend so eine bekloppte Illusion, die unser Kopf entstehen lässt und die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat, aber die uns rausholen aus der Freude und Dankbarkeit. So, und was sind meine fünf Schritte? Das erste ist, dass wir bemerken, wenn einer der Stressmechanismen ansteigt, anspringt, an unsere Laune sich verschlechtert, der Frust kommt, der Ärger, die Enge. Das zu bemerken, das ist eigentlich, damit steht und fällt alles. Das ist Bewusstsein. Zu bemerken, wie geht es mir und die Veränderung zu bemerken. Und es ist okay, wenn wir uns irgendwann erst fangen, wenn wir schon ein Stück den Weg lang geschlittert sind, weil die Emotionen entstehen ja nicht bewusst. Wir wählen ja nicht, jetzt will ich mich super fühlen in den meisten Fällen, sondern unser Korb filtert die Wahrnehmung, weil er mit der Vielzahl der Wahrnehmung nicht klarkommen würde, muss er die filtern und er filtert die durch das, was er kennt und was er glaubt. Und dann filtern wir das. Und wenn wir nicht morgens schon uns einstimmen auf einen entspannten, wunderbar warmen, tollen, freudigen, dankbaren Tag, dann filtert er, was auch immer wir sonst glauben. Und diese Filterung sorgt dann dafür, dass eine Lichterkette angeht in unserem Kopf mit den dazu passenden emotional verbundenen Erinnerungen. Also auf der Emotion, die wir haben, findet unser Kopf andere Momente, wo wir eine ähnliche oder gleiche Emotion haben. Die sind verbunden wie durch so eine synaptische Lichterkette. Und Bewusstsein ist, irgendwann zu bemerken, dass das passiert. Es startet zur nächsten Laterne von der Lichterkette zu springen, zur nächsten Lampe zu springen. So das sind diese kleinen synaptischen Sprünge, über die wir hier ja schon mal gesprochen haben. Das heißt, wir müssen als erstes bemerken: ey, Es geht mir gerade anders. Moment mal, mein Nacken ist verspannt. Und dann ist es wichtig zu atmen und im zweiten Schritt zu gucken, was macht mein Körper gerade. Und das ist entscheidend. Wir müssen lernen zu sehen, was passiert statt unseren Kopf losmarschieren zu lassen, der will nämlich sofort herausfinden, warum. Und das Warum ist meistens außen. Beachte mal, wenn es dir mal nicht so gut geht, angenommen, du merkst plötzlich, du bist gefrustet, dein Kopf will sofort den Grund finden, entschuldigen, warum ist es so? Ja, weil hier ist gerade Stau. Wieso ist auch so ein blöder Stau? Immer ist Stau. Wieso muss ich überhaupt zur Arbeit fahren? Ich hasse meine Arbeit, ich hasse mein Auto. Wieso müssen denn alle jetzt losfahren? Und dann beginnt unser Kopf, denkt an das Lichterkettenmodell. Gedanken zu finden, die zu der Emotion von gestresst und genervt sein passen. Er findet die Gedanken, die dazu passen und verkauft die dir als Warum für deine Emotion. Das ist aber nur eine Scheinbegründung. Erst ist die Emotion da und dann findet dein Kopf die Begründung, statt zu gucken: Hey, warte mal, ich, mir geht's gerade anders. Was passiert in meinem Kopf und in meinem Körper gerade? Was passiert in meinem Körper vor allen Dingen? Und der Kopf auch, aber in meinem Körper. Und wenn wir uns jetzt konzentrieren auf was passiert, ah, mein Nacken ist ein bisschen angespannt. Okay, und ich merke, dass mein Nacken angespannt ist und mein Kiefer. Und ich merke, dass ich irgendwie gerade so ein bisschen so eine Sorge habe. Also in den Kopf gehen heißt jetzt hier die Emotion finden, die da ist. Aber ich merke, mein Nacken ist verspannt und mein Kopf ist angespannt, mein Kiefer. Ich habe irgendwie gerade so eine Sorge, dass ich das hier nicht hinkriege. Und wir landen woanders. Plötzlich ist die ganze Macht und Begründung in uns. Also der erste Schritt, bemerke, dass du dich anders fühlst. Der zweite Schritt, was ist los statt warum fühle ich mich so? Was, was, was ist entscheidend? Der dritte Schritt ist einfach eigentlich. Der dritte Schritt ist zu sagen, ich wähle neu. Ich wähle jetzt einen neuen, einen neuen Weg. Und die einfachste Frage ist, wie will ich mich fühlen? Also erstens, ich merke, es geht mir nicht so gut. Das Zweite, statt in das Warum geht es mir nicht so gut, gucke ich in, was ist eigentlich los in meinem Körper? Was fühle ich gerade und wie zeigt sich das in meinem Körper? Also ich entschlüssel die Signale, die mein autonomes Nervensystem mir gibt. Ah, mein Nacken ist gespannt. Ah, mein Magen krampft. Ah, ich habe gerade Schwere in meinen Beinen. Oh, ich spüre eine Angst. Ich spüre eine Unsicherheit. Ich spüre irgendwie eine Unruhe. Dritte ist, wie will ich mich stattdessen fühlen? Ja, selbstbewusst und klar. Okay, ich will mich selbstbewusst und klar fühlen. Das vierte ist, was kann ich tun, um meine Laune zu verändern jetzt gerade? Ah, oh, ich kann mich jetzt einmal schütteln, meinen Nacken ausschütteln, meinen Kopf bewegen, mich vielleicht einmal strecken, einen tiefen Atemzug nehmen. Ich nehme dann, Achtung, Werbung, meist ein ätherisches Öl. Warum nehme ich ein ätherisches Öl an der Stelle? Das will ich mal kurz erklären, weil ich manchmal Zuschriften kriege, so nach dem Motto, ja, verstehe ich, dass du da gerne gute Sachen riechst, ähm, aber mach doch nicht so einen Hype da drum. Nee, nee, ich mach keinen Hype da drum. Der Hype ist real. So, es nämlich aus. Weil, wenn du etwas riechst, dann geht das ja auch direkt in dein Unterbewusstsein. Es ist wie wenn du was riechst, wovon dir mal schlecht geworden ist. Kennst du das? Das ist sofort diesen Würgereiz wieder, oder? Das heißt, wenn man jetzt einen Geruch aus der Natur hat und die Öle, mit denen ich arbeite, sind 100% rein, über 50 Mal getestet. Sie haben also genau die Zusammensetzung, die in der Natur auch da ist. Also ich habe diese reine Naturwahrnehmung, wie wenn ich an einer frischen Blume rieche oder in einen kühlen Wald hineinkomme. Und mein Nervensystem, mein autonomes, reagiert automatisch auf diesen Impuls mit einer eigenen Lichterkette, die halt Entspannung, Freude, Frieden ist. Und darum wirken Öle so krass, weil sie halt immer Emotionen auslösen und die Emotionen in 99 Prozent der Fälle positiv sind. Übrigens, wenn ein reines ätherisches Öl, ich meine jetzt nicht eins von einer zweifelhaften Quelle, weil naturrein ist nicht geschützt, der Begriff. Also wenn du mit ätherischen Ölen arbeitest, sorg, sorg für eine gute Firma und eine gute Begleitung. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auch mit doTERRA-Ölen arbeitest und du riechst da dran und du weißt, die sind richtig und das Öl riecht nicht gut, dann wisse, dass das Öl gerade etwas triggert in dir, was noch heilen darf. Also wie wenn jemand deine Frisur anspricht und du fühlst dich gerade selber blöd mit deiner Frisur. Dann nervt es dich. Während, wenn du deine Haare magst, gerade stört dich gar nicht, wenn jemand deine Haare anspricht. So ist es quasi auch, wenn du an einem Öl riechst, wenn es nicht wenn du es nicht magst, dann ist da ein Thema gerade ein emotionales. So, aber zurück dazu. Also, wenn du jetzt etwas, was kann ich tun, damit es mir gut geht? Ich weiß, wie will ich mich fühlen? Jetzt nehme ich einen tiefen Atemzug, nehme vielleicht noch ein Öl dazu oder irgendwas anderes, bewege mich einmal kurz, tanze vielleicht einmal umarm, jemanden, lächle mir zu, sag mir selber was Ermutigendes und schon ist meine Stimmung ein bisschen anders. Und dieser bewusste Schritt in die andere Richtung ist quasi das Anknipsen einer neuen Lichterkette, aber Achtung, diese Lichterkette ist jetzt ja nicht getriggert worden richtig stark durch was äußeres, sondern ich versuche sie gerade aus eigener Kraft anzumachen. Das heißt, Schritt 5 ist, kleine Schritte weiter in diese Richtung zu gehen, bis ich mich richtig gut fühle. Was kann ich noch tun, damit es mir gut geht? Was kann ich noch tun? Was wäre jetzt noch schön? Meine innere Stimme hat neulich gesagt, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Leben, was sich anfühlt wie Ferien und Ferien. Ein Leben, was sich anfühlt wie Ferien, besteht aus lauter Momenten, wo ich Freude und Fülle fühle, obwohl ich Dinge tue, die sinnvoll sind und mir Spaß machen und gut sind und die mir Freude machen. Versus Ferien sind eine Pause vom Alltag. Also lass doch dein Alltag sein wie Ferien, meinte meine innere Stimme. Und ich verstehe, was sie meint. Auch wenn ich das als große Herausforderung sehe, wie du wahrscheinlich auch. Aber mit den fünf Schritten geht es für mich leichter. Also, ich bemerke, wenn es mir nicht gut geht, Schritt 1. Der zweite Schritt ist, ich entscheide, mich darauf zu konzentrieren, was passiert, statt warum. Mit dem Was wird mir klarer, was mein Körper mir zeigt. Und ich werde dadurch immer präsenter. Ich kann immer besser erkennen, so, ey, ach so, an der Stelle und an der Stelle ist gerade was nicht okay. Dann kann ich im dritten Schritt gucken, neu wählen, wie will ich mich eigentlich fühlen? Ah, ich will mich eigentlich freudiger fühlen oder dankbarer oder zufriedener. Was ist viertens der erste kleine Schritt in diese Richtung? Und dann kann ich das machen, kann eine Kleinigkeit machen, aber mich strecken, einmal gehen, einmal meine Beine ausschütteln, dass da geht. Und dann kann ich fünftens die ganze Lichterkette anmachen. Welcher Gedanke wird jetzt noch helfen? Was kann ich noch tun jetzt gleich? Wie kann ich noch mehr in diese Stimmung gehen? Und was dann passiert ist, da vielleicht schon mal ein kleiner Blick aufs Jahresende, wo es ähm, zum Dezember hin wieder das Magic geben wird wo wir wieder um Manifestieren uns kümmern. Das ist der Weg des Manifestierens, indem ich lerne, mich besser und besser zu fühlen, bis ich mich so gut fühle wie die Person, die bereits alles hat, was ich mir wünsche. Also jetzt habe ich mich echt ein bisschen in Rage gequatscht, aber ich hoffe, du hast den Punkt verstanden. Die fünf Schritte sind so einfach und das Einzige, was sie anstrengend macht, ist, dass wir bewusster werden müssen, um sie zu bemerken. Bewusstheit ist aber die eigentliche Aufgabe. Es klaut nicht unsere Spontanität, sondern es lässt uns spontaner in die richtige Richtung gehen. Es lässt uns offen werden für die Wunder in unserem Leben. Es lässt uns das Leben mehr umarmen. Du hast es verdient, dass dein Leben sich warm und weich und entspannt und schön anfühlt. Du musst nicht rennen. Du musst nicht angespannt sein. Anspannung ist einfach nur ein Signal. Es ist, als wenn Dampf in deinem Kessel ist und wenn der Kessel heißer wird, weil du so viel Stress hast, dann will der Dampf entweichen und dein Körper Beginnt zu pfeifen, deine Schultern beginnen zu schmerzen oder deine Füße oder was auch immer. Das ist dein Körper, der mit dir spricht. Denk an die Folge, was mein Körper dir sagen will. Und deine Aufgabe ist zu lernen, den Kessel von dem Herd zu nehmen, sodass er nicht mehr pfeift und das Wasser sich wieder abkühlen kann. Das kannst nur du tun. Und du musst verstehen, dass du ihn selber auch unbewusst immer wieder auf die Herdplatte stellst. Nicht weil du dich hast oder dein Leben hast, sondern weil du irgendwann mal vor langer Zeit gelernt hast, dass all die Dinge sie wichtig sind, um dich sicher und geliebt zu fühlen. Aber es ist jetzt an der Zeit, wo du hier bist, zu wissen, dass du heute schon liebenswert bist und gut genug bist und wunderbar bist und dass du ein Leben führen darfst, was dich anfühlt wie Ferien, ohne dass du Ferien brauchst, weil du gelernt hast, dich um dich zu kümmern und deine Dinge zu tun in einer freudigen und dankbaren Art und Weise, sodass du dem Leben dienst, statt dein Leben zu opfern. Was so ein Unterschied ist. Und ich weiß, wir sind alle auf dem Weg dazu. Was beginnt mit diesen kleinen Schritten? Es beginnt mit dem Spiel im Detail. Die großen Veränderungen beginnen mit lauter kleinen Schritten, die du gehst. Und du kannst sie gehen. Du bist schon so viele gegangen. Guck, wo du noch vor einem Jahr warst, oder? Also sage ich danke, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Und das durchgehalten hast und dass du überhaupt diesen Podcast hörst. Ich freue mich so darüber. Es ist für mich ein Privileg, mit dir zu sprechen. Wenn du mir eine Freude machen willst, dann lass mir auf Apple Podcasts eine Rezension zu diesem Podcast da. Das macht so viel Spaß. Du kannst auf Spotify mittlerweile auch Folgen kommentieren, wenn ich es richtig verstanden habe, und Sterne verschenken. Oder du kannst die Folge auf ähm, Social Media, Instagram oder so taggen und mir dazu schreiben, wie es dir dabei gegangen ist. Du kannst sie jemandem schicken, der sie brauchen kann. Vielleicht gibt es jemanden, der super angespannt ist. Vielleicht sehen wir uns in Softening Time. Vielleicht kriegst du Lust, die doTerra Öle mit mir auszuprobieren. Schreib mir einfach, check meine Seite, um die neuesten Angebote mitzubekommen. Und ich sag danke, dass du hier bist. Fühl dich gedrückt. Hab eine wunderbare Zeit, bis wir uns wieder hören! Und pst, es gibt einen neuen Podcast von mir, der ursprünglich auf einer von mir geschaffenen Kursplattform nur zur Verfügung gestellt wurde. Er heißt Zurück zur Natur und ich beschreibe darin, wie ich ätherische Öle und Supplements nutze und was ich den Leuten, die das mit mir entdecken, rate. Wenn du also Lust hast, auf diesem Weg auch mir ein bisschen zuzuhören, dann findest du zurück zur Natur, überall da, wo du auch diesen Podcast findest. Viel Spaß beim Zuhören.